Ja, hallo und herzlich willkommen, meine Freunde, zu einem neuen Projekt auf meinem Kanal. Was? Mein Kanal existiert noch? Oh mein Gott! Ja, ich weiß. Ich war sehr lang weg, aber ich habe auch viele Projekte jetzt mittlerweile schon abgebrochen. Es stimmt, aber meine Freunde, jetzt beginnt eine neue Saga und ich habe meine alte PlayStation 2 rausgeholt. Die PlayStation 2 Slim. Die silberne. Ich habe gestern extrem lange versucht, meine PlayStation anzuschließen, damit es mit dem Aufnehmen hier alles funktioniert. Und es war, oh Gott, ich bin 3 Stunden davor gesessen und bin fast verzweifelt. Ja, aber jetzt habe ich es geschafft, dass ich mit der PlayStation 2 endlich aufnehmen kann. Und ich muss erstmal Luft holen, damit ich weiterreden kann. Okay, jetzt geht's wieder. Auf jeden Fall bin ich so bereit. Ich habe richtig Bock, diese alten Spiele zu spielen, weil ohne Scheiß, ich habe fast geheult, als ich gesehen habe, dass dieses Jahr... Mann, wie oft kommt diese scheiß Vorschau? Ich raste aus. Ich habe fast geheult, als ich dieses Jahr gesehen habe, dass Fortnite Spiel des Jahres geworden ist. Ja, das war der Moment, wo in meinem Gehirn sich was umgeschalten hat und mir gesagt hat, es war wie wenn manche Leute sagen, alter Gott kam und hat mir irgendwas auf meinen Weg mitgegeben. Bei mir war es nicht Gott, bei mir war es irgendwie, keine Ahnung, Adolf Hitler oder so. Bei mir war es irgendjemand anders. Und irgendjemand hat mir gesagt, Daniel, nimm PlayStation 2 Spiele auf. Nimm PlayStation 2 Spiele auf. Ey, wenn die Vorschau jetzt noch einmal kommt, dann rasch dich aus, Alter. Und ich habe richtig Bock, alte Spiele zu spielen, denn damals war noch alles super, ja. Und ich habe das jetzt als Überbrückung, ich wollte eigentlich Terminator 3 aufnehmen, das Spiel. So, die CD ist zu sehr zerkratzt, ich habe im Laden nicht danach geschaut und das ist mein Fehler, ich habe 5 Euro rausgeschmissen, passiert. Jetzt wollte ich eigentlich Spider-Man 1 spielen, also das allererste Spider-Man-Spiel für die PlayStation 1, aber da gab es auch Probleme an meinem Fernseher irgendwie, keine Ahnung. Und jetzt dachte ich mir als Notlösung und als kleine Überbrückung, weil ich habe mir schon sehr viele weitere PlayStation 2 Spiele, verdammte Scheiße, bestellt. Und zum Beispiel Horrorspiele und so, da habe ich richtig Bock drauf. Also da wird sehr viel kommen für die PlayStation 2 und ich freue mich mega drauf, diese alten Horrorspiele und so zu spielen. Und jetzt als kleine Notlösung habe ich hier Stuntman Ignition. Stuntman Ignition war damals mein absolutes Lieblingsspiel. Ich habe es geliebt. Ich wollte selber immer Stuntman werden. Ja, jetzt bin ich ein Krüppel. Also läuft noch nicht sehr gut in meinem Leben. Starttaste drücken. Ich drücke jetzt einfach mal Start. Hallo? Achso, Starttaste drücken. Ja, die ist ja... Ich habe hier übrigens einen leuchtenden Controller. Und der sieht ja mal krass aus, oder? Aber der funktioniert bloß noch auf einer Seite. Aber der sieht doch mal echt krass aus. Der gehört meinem Bruder übrigens. Danke an dich, Patrick, dass ich den ausleihen durfte jetzt. Weil mein anderer, der ist kaputt. Mein anderer ist echt kaputt. Ja, speichert automatisch. Passt alles. Weiter, super. Was? Keine Memory Card. Hä? In Memory Card Steckplatz 1 eingesteckt. Mindestens 2 freie Speicher werden zum Speichern der Spieldaten benötigt. Möchten Sie dennoch... Hä? Ich hab doch eine ich hab eine fucking Memory Card in meiner PlayStation. Muss ich jetzt extra aufstehen oder was? Ah, ich rasch komplett aus, Alter. Ah. Fucking hell. So, ich bin zurück. Ich hab die jetzt umgesteckt. Ich drücke jetzt einfach mal Nein. Daten auf Memory Card in Memory Card. Ah ja, jetzt funktioniert's. Ich hatte es im zweiten eingesteckt. Ich spast. Das war jetzt schon anstrengend, Alter. Ich musste hier gerade um den Stuhl durchkriechen. Ja, ihr wisst ja, wie ich immer aufnehme. Richtig verkrüppelt, so alles improvisiert. Okay, das freut mich. Speichern erfolgreich. Ich bin gespannt. Ich will zum Stuntman werden wieder. Jetzt kommen die ganzen Kindheitserinnerungen hoch. Yeah, oh, die coole Musik, Alter. Aber ja, das ist alles Copyright, deswegen muss ich wahrscheinlich des Öfteren schneiden. Wir beginnen einfach direkt die Karriere. Man konnte es sogar online spielen. Ja, es tut sich gerade einiges, also hör mir genau zu. Ich weiß, das ist nur ein kurzer Werbespot, aber der Top-Regisseur Richard Langston ist am Set und er sucht nach einem Fahrer für seinen nächsten Film. Oho. Du kannst so deinen Fuß in die Tür kriegen, also versau es nicht. 3, 2, was? Action! Hallo. Krass. Cut! Gut gemacht! Holt ihn da raus! Fantastisch, Kleiner. Saubere Arbeit. Langston will dich und er fängt morgen mit dem Dreh an. Yeah. Hab deine Sachen. Wir müssen den Flieger kriegen. Er will mich. Sexuell oder anders? Hallo, ich bin Richard Langston, Regisseur von Aftershock. Willkommen in British Columbia. Wir drehen hier einen Katastrophenfilm. Für dich gibt's also genug Arbeit. Pyrotechnik, brennende Gebäude, Lava, die vom Himmel regnet. Oh. Wart mal eine Sekunde, bitte. Langston hier. Kannst du eben mit ihm sprechen, Kate? Klar, kein Problem. Hi, Champ, ich bin Kate Winthrop. Hallo, Kate. Assistentin. Ich habe gehört, du arbeitest zum ersten Mal auf einem großen Set. Also erkläre ich dir mal alles. Wir werden dich in deinem Fahrzeug verkabeln und der Stuntkoordinator gibt dir alle Regie-Stunts durch, die du treffen musst, okay? Okay. Er wird sie dir auch auf deinem Hut mit gelben Stunt-Symbolen markieren. Dabei sind Drifts, Sprünge, das Fahren durch Lücken und andere Manöver. Okay. Wir benutzen ein Punktesystem, um deine Läufe zu bewerten. Das tun alle Regisseure. Wenn du einen Regie-Stunt verpasst, setzt es einen Strike.
Bei 5 Strikes muss Richard neu drehen, was ihn nicht glücklich macht. Oh, scheiße. Wenn du einen Lauf schaffst, sieht er sich deine Punkte an und gibt dir eine 10-Bewertung in Form von Sternen. Du kannst bis zu 5 Sterne verdienen, wenn du echt gut bist. Oh. Richard ist schon lange im Geschäft und wird respektiert. Tu, was er von dir will und du machst dir einen Namen. Sekunde mal, Richard, sonst noch was? Hab noch das Studio dran. War nett, dich kennenzulernen. Ich sehe dich am Set. Okay. Jetzt geht's los. Also das Spiel ist übrigens von 2007. So, Kleiner, bereiten wir dich mal auf diesen Filmjob vor. Oh. Als dein Stunt-Koordinator ist das meine Aufgabe. Du wirst in Aftershock 4 verschiedene Fahrzeuge fahren. Einen R3000 Sportwagen, einen Geländewagen, eine Enduro und den Streifenwagen eines Feuerwehrmeisters. Jedes fährt sich anders und es kann eine Weile dauern, bis du dich daran gewöhnt hast. Okay. Die Sets sind groß und chaotisch, mit echten Explosionen, Projektilen und Lavaströmen. Ist doch voll geil. Meide die Lava, sonst steht die Produktion still, bis sie dich rausgezogen haben. Es gibt ein paar tolle Stunts, wie ein Rennen über brennende Hausdächer. Und im Finale wird die Stadt zerstört. Vor jeder Szene zeige ich dir die Schlüsselszenen und gebe dir Tipps. Also hör auf mich, dann passiert dir nichts. Okay, mach ich. Ich mag dem seine Stimme voll. Jetzt geht's ab, Alter. Okay, ich hoffe, die Musik ist aus, während ich spiele, sonst muss ich die ausschalten, weil es ist, wie gesagt, Copyright-Musik. Szene, okay. Also wir müssen jetzt einen Film drehen und als erstes das mit dem Sportauto. Ja, also das Spiel ist 11 Jahre alt. In deiner ersten Szene springst du für den Gammler der Stadt in seinem R3000 ein und fliehst vor dem Vulkanausbruch. Der Höhepunkt ist ein gewaltiger Sprung über einen brennenden Sattelschlepper. Du musst die Rampe gerade treffen, dann ist alles klar für den folgenden Stunt. Sobald du landest, kommen ein paar Präzisionsfahrer auf dich zu und du musst zwischen ihnen durchfahren. Pass auf, das ist eine gefährliche Sache. Hab keine Angst vor Retakes. Mr. Langston ist wählerisch und schwer zufriedenzustellen. Also so ein richtiger Hurensohn. Laufen lassen, das ist unsere erste große Szene. Gott. Fangen wir den Film richtig an. Look at these graphics. Es sieht ja wunderschön aus. Aber bis jetzt kommt keine Musik. Finde ich ganz gut. Ich muss es schaffen mit 5 Sternen, Leute. Ich muss der ultimative Stuntman werden. Leichter Modus? Ich kann auch in leichten Modus. Wir spielen uns einfach mal. 3, 2, 1, Action! Wie fährt man? Fahr zwischen den Autos durch. Holy shit, ich bin's nicht mehr gewohnt, mit so einem Controller zu spielen. Das fickt mich gerade komplett. Ich will's nochmal neu kurz versuchen, weil ich dachte, ich wollte mit R2 fahren und bin mit, man fährt mit X. Ich weiß nicht mal, wie man brennt. Wie man bremst. Ja! Oh ja! Okay, hä? Wie gefällt dir die Szene? Wo muss ich hin? Cut, du bist falsch abgebogen. Das Üben wird nicht gedreht. Wo soll ich denn abbiegen, du Bastard, Alter? Ich rasch komplett aus. Ey, ich hab das als kleines Kind geschafft. Und wenn ich es jetzt nicht schaffen, wär's schon traurig. Action! Komm schon. Fahr zwischen den Autos durch. Ach, fuck! Ich hab so ein Gefühl, das ist so ein Spiel zum Ausraschen irgendwie. Action! Ich wünsch mir, so ein Spiel wünsche ich mir für die PlayStation 4. War das gut? Oh, fuck! Scheiße, Alter! Hilfe! Cut, das ist ein kniffliger Dreh. Pass auf die Gefahrenstellen auf. What the fuck? Leute, wir schaffen das. Jetzt ganz ruhig, okay? Action! Okay. Fahr zwischen den Autos durch. Ah, fuck! Action! Fahr zwischen den Autos durch. Ja, okay. Hab ich geschafft. Hui! Hui! Hab ich irgendwie geschafft? Keine Ahnung wie, aber ich hab's geschafft. Oh, fucking hell. Fahr zwischen den Autos durch. Ja, Mann. Oh. Driftwende nach links. Ha. Fahr knapp am Auto vorbei. Knapp am Auto vorbei. Unter dem Baum her. Knapp am Auto vorbei. Durch die Lücke. Oh, fuck. Cut. Abzug machen. Auf zur nächsten Einstellung. War das gut? War das gut? Oh, 3 Sterne nur, was? Als ob. Ja, okay, aber damit bin ich einigermaßen zufrieden. Ich würde es gerne nochmal anschauen, wenn es geht. Ja, geil. Okay, das bin ich, meine Freunde. Guckt euch das an. Bester Actionfilm, Alter. Und da so.
Boah, ich wünsche mir echt so ein Spiel in der heutigen Grafik. Das wäre ultra geil. Ich würde sowas von feiern. Ich würde es 10-mal kaufen, Alter. Guckt euch an. Und jetzt, Alter. Knapp am Auto vorbei. Der andere stirbt einfach scheiß drauf. Und nicht in den Tunnel. Und dann bin ich für immer gesichert. Yes. Aber voll cool. Nächste Szene. Let's go. Ich bin bereit, Alter. Ich will meine Karriere hier nach vorne bringen. Beim Versuch, aus der Stadt zu flüchten, wird er von Lava angeschmort. Der Hauptstunt ist die pyrotechnische Salve. Wenn du über einen bestimmten Lavaspalt fährst, der auf deinem Hut markiert ist, drück, um den Wagen in Brand zu setzen. Oh. Es wird warm, aber der Kühlanzug schützt dich. Sobald du brennst, machst du einen Satz durch die Autowaschanlage, um das Feuer zu löschen. Dann geht's zum großen Finale. Achte auf die Lava. Mach ich. Pyrotechnik bereit, Statisten auf Position. Wir wollen die Leute in den Kinosesseln mal aufscheuchen. Oh fuck. Okay, ja, ein richtiger MacGyver ist das. Er fährt direkt durch die Waschanlage, damit er nicht mehr brennt. Das macht auf jeden Fall Sinn. Drei, was ist das überhaupt für ein Film, Alter? Eins. Action. Trifft das Objekt. Trifft das Objekt, okay. Boom, Alter. Durch die Lücke. Durch die Lücke. Action. Ich brenne. Trifft Wende nach rechts. Durch die Lücke. Halt mal, halt mal, halt mal. Wie fängt man an zu brennen? Wie mache ich das? Action. Trifft das Objekt. Durch die Lücke. Okay, au, fucking hell. R1. Ja, jetzt weiß ich, wie es geht. Okay, mit R1. Ui. Treffwende nach rechts. Durch die Lücke. Ah. War knapp am Auto vorbei. Hab ich. Treffwende nach links. Hab ich. Fucking hell. Au. Treffwende nach rechts. Oh. Obi! Fahr unter dem Sattelschlepp her! Fahr durch das brennende Gebäude! Driftwende nach links! Obi! Fahr knapp am Auto vorbei! Okay, okay, wo ist das Auto? Scheiße! Action! Cut! Ziemlich gut! Ist das ganz bestimmt dein erster Film? Das überlebt niemand. Das kann kein Mensch überleben. Als ob ich vier stand. Ich hab voll verkackt. Ich will die Aufnahme mal sehen. Ich hab richtig verkackt. Alter, was war denn das für ein Scheiß? Ich bin da rumgeflogen, hab Zeug gerammt. Jetzt hier. Am Anfang lief noch alles gut, ja. Durch das Schild. Durch die Lücke. Schanze. Dann. Da hat's schon angefangen, Alter. Da brenne ich, ey. Aber es war voll echt. So würde ich ihn echt auffahren, ja. Na hier. So. Bam, Bolz Autogramm, Alter. Da, an der Seite entlang. Das war. Das geht gar nicht. Diese Physik. Ui. Slow Motion. Und dann voll auf den Felsen, glaube ich. Da. Au. Wow. Und jetzt hier voll an die Bäume. So. Bester Film, Alter. Und die Kamera. Scheiß auf die Kamera, Alter. Beste Kamera-Option. Einstellung. Da, das habe ich verkackt. Da habe ich das Auto einfach weggerammt. Und da fliege ich. Das überlebt niemand. Immer ein Stuntman, Alter. Da stirbt man einfach. Ich weiß nicht, ob ich das zu einer Serie mache überhaupt. Kommt drauf an, wie es ankommt. Kein Plan. Aber wie gesagt, ich habe ein paar Spiele bestellt. Ein paar Horrorspiele, die wirklich sehr, sehr cool sind. Und auf die ich mich echt freue. Deswegen, wir machen jetzt einfach noch neue Szene. Jetzt habe ich das Karrieremenü angeklickt, ich weiß nicht, ich habe keinen Plan. Aber gucken wir mal, was jetzt noch für eine Szene kommt. Oh, Motorrad, geil. Okay, da freue ich mich jetzt.
Da bin ich jetzt gespannt. Unterhalten wir uns über Motorräder, Kleiner. Regisseure lieben sie, weil sie schnell und laut sind und jeder Szene Pfeffer geben. Sie sind aber auch schwer zu steuern und viel gefährlicher. Pass also auf, sonst müssen sie dich vom Pflaster kratzen. Ja, super. Es gibt zwei reine Motorradstunts. Zum einen ist da der Wheelie. Der ist immer gut, um eine Fahrt zu beginnen und hält eine Kette zusammen. Beweg den linken Analogstick zurück und gib gleichzeitig Gas, so reißt du das Vorderrad hoch. Drück ihn nach vorne, um das Rad wieder runterzubringen. Hört sich einfach an. Dann hast du noch den Slide. Führe dazu die Aktion aus, wenn du über die entsprechende Stuntskiste fährst. Okay. Damit legst du dein Motorrad auf die Seite und rutschst weiter. Okay, da hätten sie auch sagen können, wie man das aktiviert, ja? In dieser Szene bist du ein Teenager auf seiner Enduro, der durch das Chaos rast, um seine Oma aus ihrer Berghütte zu retten. Ach, die arme Oma. Der Schlüsselstunt beginnt mit einem Sprung von einem Sattelschlepper über ein paar fallende Bäume. Okay, passt. Ich bin Teenager. In dieser Szene rettest du jemanden, den du liebst. Ich brauche Verzweiflung in der Fahrt. Okay, Verzweiflung. Okay. Oma, ich komme. 3, 2, 1, Action. Direkt ein Wheelie. Einfach aus Verzweiflung. Oh, fuck. Driftwende nach links. Ich will mal kurz ausprobieren, wie man richtig driftet. Okay, so nicht. Links knapp vorbei. Durch die Lücke. Fucking hell. 3, 2, 1. Verzweiflung. Action. Oma, ich komme. Überlebe es, bitte. Auto Driftwende nach links. Ich will jetzt sehen, wie man trifft. Cut! Nein, nein, da sollst du gar nicht sein. Ja, wie driftet man denn, du dummer Bastard, Alter? Action! Okay, ich glaube, ich weiß jetzt, wie ich driften kann. Und zwar mit Kreis. Voll verkackt, aber scheiß drauf, jetzt weiß ich, wie ich drifte, okay. Fahr links knapp vorbei. Okay. Durch die Lücke. Durch die Lücke, ja! Driftwende nach rechts. Jawohl! Au! Rutscht runter! Okay. Driftwende nach links! Scheiße! Wo musste ich drunter driften? Jawohl! Spring über die Lava! Ah! Du Wichskopf! Guck doch, wo du hinfährst, Alter! Oh, fuck. Lande neben dem Haus. Cut! Mit so einer Fahrt füllt man keine Kinos, aber ein bisschen was stimmte. Go! Okay. Fahr knapp am Auto vorbei. Jawohl, okay. Für die Kinozuschauer. Oh Gott. Ja, lol! Fahr links knapp vorbei. Durch die Lücke. Scheiße. Hab ich geschafft, okay, gut. Fahr auf den Sattelschlepper, über die brennenden Bäume. Rutscht runter. Driftwende nach links. Ah, fuck. Als ob, oh Gott, so peinlich. Fahr auf den Sattelschlepper. Spring über die Lava. Okay. Lande neben dem Haus. Oh, fucking hell. Cut. Der Lauf war ordentlich, aber ich will etwas mehr Aufregung. 3 Sterne, oder? Nur 2! Mehr Aufregung! Soll ich rumheulen, oder was? Okay, gucken wir uns mal an, wie scheiße ich gefahren bin. Also, es war echt peinlich. Ich habe eine Nominierung bekommen dafür. Jetzt guckt euch das an. Also, stellt euch echt vor, der Typ will seine Oma retten. So, als ob er noch niemals Motorrad gefahren wäre. Das könnte echt ich sein, ohne Scheiß.
Okay, das ist eigentlich voll gut bisher, voll gut. Ah, es war auch nicht so schlecht, aber ja, ich habe halt angehalten, das war scheiße. Da, über die Bäume, Alter. Wo bin ich da durchgerutscht jetzt? Okay. So. Und da kann man der Spacko erstmal hochfahren. Und dann voll ins Haus rein einfach. Voll ins Haus rein. Da erst und dann ist er gestorben. Das war's. Die Oma hat überlebt, aber ich bin gestorben. Ja, wunderschön. Na Leute, würde ich sagen, gehen wir mal zurück ganz kurz. Wie kann ich zurückgehen? Gehen wir zurück. Die Musik ist so cool im Hintergrund. Ich würde es am liebsten laufen lassen, aber es geht wegen Copyright. Also meine Freunde, bis zum nächsten Video. Ja, mal schauen, ob ich noch von dem zweiten Part raushaue. Ich habe keinen Plan, ich weiß nicht. Aber ich werde euch auf dem Laufenden halten auf jeden Fall. Aber ja, war doch jetzt ganz lustig mal. Interessanten PlayStation 2 Spiel von vor 11 Jahren. Von 2007. Krasser Scheiß. Bis dann. Haut rein. Ciao.